Eine nicht sehr effektive Attacke, sehr viel Schaden. Hoffentlich hast du jetzt einen Konter eingesetzt. Abgangsbund. Will ich nochmal Himmelhieb machen? Wieso ist Vibrava denn 5 Level über den? Mann. So. Ich kann zwar auch Spukball einsetzen. Wieso habe ich es eigentlich nicht getan? Ich bin blöd. Ganz einfach. Himmelhieb! So, was machst du nun? Ich niersche erstmal. Ham, das tat weh. Nochmal Abgangsgrund. Du nervst! Ist das jetzt noch Flugboden? Egal. Nee, Bodenflug hat eigentlich nur Skorgo und Skorgler. Das kann also gar nicht sein. Ein Volltreffer! Ich hoffe, das nächste Pokémon wird jetzt kein Krypto-Pokémon sein, weil dann kriegt es voll aufs Maul von Kappels. Magneton, na gut, da ist es eh egal. Und es ist ein Krypto-Pokémon. Ich habe doch hoffentlich nicht Himmelhieb eingesetzt. Doch, ich habe Himmelhieb eingesetzt. Nein! Weil dieser scheiß Abgangsbund da ist. Du nerviges Wohin genau. Toll. Ah, Nervenzwerg. So, jetzt bist du tot. Toll. Mano. Ach, war gut, ein Elektrostahl-Pokémon hätte mir eh nicht gebrauchen können. Tschüss. Oh nein, meine Rechnung ging nicht auf. Hier gibt es sogar 1400. Mist. Ich will nicht, dass er im ollen Turnier ist. Ich will, dass er ein Dingens tut. Systemhebel. Ich wette, wir hätten erstmal irgendwo in eine Sackgasse laufen müssen, da steht, du brauchst den Hebel. Sind wir da hoch? Wahrscheinlich. Da ist ein fetter Rüpel. Das Pokémon sind aber noch fit. Der will gar nicht mit uns kämpfen. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich will dich gebührend willkommen heißen. Warum spricht er uns denn nicht vorher an? Warum müssen wir dich erst ansprechen? Du heißt so wie der Protagonist aus Dingens. Aus Rubin und Saphir. Wie der männliche Protagonist. Dann wissen wir ja mal, was aus ihm wird, wenn er mal später groß und stark wird. Wird mit Betonung auf stark natürlich. Er wechselt ins Böse und Maschok und Gigawatt sehen vom Gesicht her ziemlich ähnlich aus. Ein komisches Gesicht mit ziemlich mit der gleichen Augenform. Witzig. Himmelhieb auf Gigawatt tut sehr weh. Donnerblitz auf Maschok tut sehr weh. So. Und Frostelka. Frostelka ist Krypto, oder? Oder nee. Ich glaube, wir haben schon Krypto-Tanzer. Frostelka kam mir immer so wie ein typisches Krypto-Pokémon vor. Kann auch sein, dass es ein Kolosseum an Frostelka-Krypto war. Kann ich mich auch schon nicht mehr daran erinnern. Wow, ey. 107er Spezialangriff auf Level 40 und eine 136er Init. Das ist super. Mantax.
Himmelieb da und Donnerblitz da. Und tschüss, Mantax. So. Und X-Bus. Eines der hässlichsten Pokémon von XD. Beziehungsweise, weil das einfach so hässlich animiert ist. Also, nicht die Animation, sondern das... Der Mund. So. Was hat der gemacht, dass Himmel daneben gegangen ist? Tschüss, X-Bad, das war klar. Ist X-Bad eigentlich generell schneller? Als Blitzer? Weil sonst macht es ja eigentlich nur der Levelunterschied. Wieso levelt Blitzer schneller als Kapitzis? Hat ein ziemlich hohes XP-Tier. Energiefokus. Ne, Speicherenergie, dann soll Geduld eingesetzt. Das kann weh tun. Ach du Scheiße! Okay, das ist doof. Machen wir so. Vielleicht kriegt sie jetzt wieder AP dazu, was unwahrscheinlich ist. Und sitz! Level 40. Schon lange keine neuen Attacken mehr gelernt. Oh. Und weg ist er. Ist hier noch ein Vitalisator, weil ich habe keinen Bock, da jetzt nochmal runter zu rennen. Ach so, da kann man gar nicht hoch. Sieht zwar danach aus. So. Da geht's rein. Da ist noch so ein Rüpel. Da geht's auch hoch. Die Tür ist von innen verriegelt. Die Atmosphäre ist hier episch. Ich finde das richtig cool. Vor allem mit der Musik. Wenn Pokémon spielt, ist das wirklich richtig geil. Ach ja, wie würde ich die Remakes hypen? Genau ein Stockwerk über uns befindet sich das Kontrollsystem der Fabrik. Ich darf dich nicht durchlassen, obwohl ich das viel eher mit meinem Gewissen vereinbaren könnte. Oh, er kriegt Gewissensbisse. Albin. Entoron und Capoeira. Gott, oh Gott. Es ist ein Krampf, ein Capoeira zu bekommen. Denn... Capoeira entwickelt sich nur, wenn auf seinem Entwicklungslevel Angriff und Verteidigung gleich sind. Das kann manchmal ziemlich schwer sein. 33. Naja, gut. Der Bedroher macht Dingens ja gar nichts. Zum Glück. Boah, der Aeoras, der wäre schmerzhaft geworden für Kapilz. Wenn der Ursaring schon zu Schaden gemacht hätte, wäre der Kapilz locker one-hitted. Dreifach-Kick. Der geht wahrscheinlich auf, Ursaring, ja. Zwar sehr effektiv, aber der macht nicht so viel Schaden. Und für einen Dreifach-Kick nur einmal zu treffen, ist wirklich armselig. Tschüss. Boah. Damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. So. Und so. Mach ruhig. Oh, nja, 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 nja. Noch ein Dreifach-Kick. Hoffentlich geht er auf Kammerhut. Dankeschön. Jo, und jetzt Double Kill.
Nummer 1. Nummer 2. Ein Bedroher am Morgen steigert Kummer und Sorgen. Aber wir schaffen es trotzdem. Hariyama! Das Kampf-Pokémon mit den meisten KP. Herr Yokozuna, der übermenschlichen Pokémon. Oma, das ist... Naja. Das Krypto-Pokémon ist super. Warum mache ich nochmal ein Erdbeben? Keine Ahnung, weil ich es kann. Das tat weh. Weil ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob Omod überhaupt Flug-Pokémon ist. Nein, ist es nicht! Aber der Bedroher. Oh, na gut, ohne Bedroher wäre es ein bisschen knapper gewesen, aber doch nicht hundertprozentig. Der Steinnagel macht nicht viel, nein. Ah, Boden. Das heißt, Boden macht die die Feuerschwäche weg. Also, die Steinschwäche weg, so. Drei Pokémon fehlen noch. Tja, da müssen leider die anderen aushelfen. Nummer Uno. Wir haben noch drei Pokémon. Ein Krypto ist schon erschienen. Wetten, das zweite kommt jetzt. Also wenn wir Hariyama besiegt haben. Hariyama. Echt ein cooles Pokémon. Kann man auch sehr vielseitig spielen. Denn es hat sowohl die Fähigkeit Adrenalin, welche seinen Angriff natürlich um einiges steigert, wenn er ein Statusproblem hat, aber auch die Fähigkeit Speckschicht, was verhindert, dass es verbrannt werden kann, wodurch sein Angriff halbiert wird. Das ist richtig cool eigentlich. So. Tschüss. Damit wäre Ultrigaria das letzte Pokémon von dem Typen. Und es ist auch ein Krypto. Damit wäre die Theorie bewiesen, ein Krypto-Knecht hat immer kein Krypto und der andere dafür zwei. So, Omot ist schon zur Hälfte geplagt. Ein Trugschlag sollte reichen. Währenddessen wird dann Ultrigaria die Donnerwelt und in der nächsten Runde wird dann getrugschlagt auf Ultrigaria, während gefangen wird auf Omot. Gute Strategie. So. Und so. Donnerwelle. Und Trugschlag. Perfekt. Dank des Volltreffers bleibt es doch runter auf 1 KP. Und jetzt bin ich froh, dass das Kryptobeben nicht auch den Mitspieler trifft. Das ist auch gut. Das ist noch besser. Na gut, das ist immer so. Item. Pokebälle. Humort und Trugschlag Ultrigaria. Also die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, wie sie eigentlich nur geht, deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Omot da fliegt. Ja. Hatte ich mir gedacht. Omot wurde gefangen! Yay! Yeah. Noch ein Kryptobeben. Kleiner Fun Fact. Der Kryptotyp ist der erste Typ, bei dem physische und spezielle Attacken unterschieden werden.
Also, es gibt nur diesen Kryptotyp, bei dem schon von Anfang an unterschieden wurde, welche Attacken physisch und welche speziell sind, ohne vom Typ auszugehen. Das heißt zum Beispiel, Kryptobeben ist physisch und Kryptowelle zum Beispiel ist speziell. Und das war der Vorreiter der anderen Typen. Zwar, glaube ich, nicht der offizielle Vorreiter, das haben die sich bestimmt schon vorher überlegt, aber es war der erste Typ, so kann man es schon sagen, ja.